95 Ole. 95 Ole. Mit dieser Anfangsformation ging Fortuna beim 1:0-Sieg auf St. Pauli ins Rennen. Man würde vielleicht dabei bleiben, wenn man denn könnte, aber das können wir nicht, Jan. Ja, Adam Bodzek hat in der 85. Minute seine 5. gelbe Karte gegen St. Pauli gesehen für ein taktisches Foul. Also nehmen wir ihn gleich mal vom Feld. Genau, der kann nicht dabei sein gegen Hannover. Ja. Was macht Funkel jetzt? Die einfachste Variante, und ich glaube, das ist die, die wir auch machen werden, er nimmt Robin Bormuth ins Team, aber natürlich nicht auf der 6. Ja, also kann Eihan rückt nach vorne auf die 6 und Bormuth neben Akpoguma. Ja. Wobei man sich auch dieses Dreieck wieder sehr flexibel vorstellen muss. Es gibt sicherlich Spielsituationen, wo Sobotka nach hinten rückt, Eihan nach vorne. Aber dieses zentrale Dreieck, darum geht es, das will er taktisch erhalten. Und das geht mit Eihan am besten, wenn Bodzek schon fehlt. Ja, aber Funkel hat auch angekündigt, Bernd, dass er vorne was tun wird. Denn er sagte, Bebou spielt. Richtig, er hat auf jeden Fall bemerkenswert deutlich gesagt, dass Ilas Bebou auf jeden Fall von Anfang an spielen wird. Ja, und jetzt können wir uns überlegen, wo wir ihn hintun. Ich glaube, die klarste Variante wäre auf diese Seite. Schade um den Axel, der aber natürlich auch ein hervorragender Einwechselspieler ist, der Axel Bellinghausen. Das könnte durchaus so aussehen. Natürlich auch denkbar, dass er den Doppel-Julian auf der rechten Seite sprengt. Also Julian Koch doch wieder runter, schauerte nach hinten. Dann würden vorne Bebou und Bellinghausen spielen. Klar ist das denkbar. Wir legen uns aber einfach mal auf diese Variante fest. Genau, also ist das hier unsere Elf für Hannover. So sieht's aus.